Servus Whisky-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um einen 25-jährigen Port Dundas. Ja, Port Dundas, die 1811 gegründete Brennerei von Daniel McFarlane, wurde ursprünglich interessanterweise als Malt Distille gegründet, 1845 dann zur Grain Distille umfunktioniert, bekam drei Coffee Stills. Anscheinend war Aeneas Coffee hier regieführend, der Pionier dieser Brenngeräte, dieses neuen Brenngerätetyps. Ja, danach hat die Brennerei eigentlich nur noch Grain hergestellt. 1903 brannten viele Gebäude bei einem Großbrand nieder, wurden dann wieder aufgebaut. Port Dundas liegt in Glasgow, ist eine Lowland-Brennerei, am Kanal Forth Clyde gelegen, umrundet von Parks. Ja, wurde 2010 geschlossen, die Produktion wurde ausgelagert zu Cameron Bridge. Port Dundas gehörte Diageo. Die haben das 2009 angekündigt, dass die geschlossen wird, und dann eben 2010 haben sie das Ganze vollzogen. Die hatten einen Ausstoß von sage und schreibe 39 Millionen Liter Grain Whisky. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten die vor allem Hague, Johnny Walker beliefert und noch einen Blend. Kommt mir jetzt aber nicht in den Sinn, ich blende es euch ein. Und es gibt meines Wissens nach keine Originalabfüllungen von Port Dundas. Ist jetzt nicht verwunderlich, wenn nur Grain Whisky für die Blendindustrie produziert wird. Es gibt aber einige unabhängige Abfüller, die Fässer haben von Port Dundas, und auch Abfüllungen sind im Moment noch viele im Umlauf. Preise auch hier im Moment noch einigermaßen stabil, aber auch vermutlich leicht steigend. Wir haben hier einen Port Dundas von 1991 mit 25 Jahren, 46% aus einem Hogshead. Destilliert 14.03.1991 und abgefüllt am 3. Mai 2016. Es gab 307 Flaschen, die Fassnummer ist 50401. Das Ganze wurde abgefüllt für das Waldhaus am See, also Signatory Vintage von The Unchill Filtered Collection. Was das heißt, wissen wir ja alle. Keine Kühlfiltrierung, keine Färbung. Was wir nicht haben, ist Fassstärke. Wir haben aber gute 46%. Das sollte passen. Ja, was erwartet uns hier? Das ist meine Flasche. Ich kenne diesen Whisky, ich habe den probiert. Das Spezielle daran ist, der kommt mir oder kam mir schon damals beim ersten Mal probieren nicht wirklich sofort als typischer Grain Whisky vor. Port Dundas gilt als schwer Grain Whisky. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir werden gleich zur Tat schreiten. Ihr seht im Übrigen, es sind nur noch ein paar Dekoflaschen hier. Die ganze Whisky-Sammlung oder zumindest 99% davon sind schon umgezogen in die neue Wohnung. Das wird, denke ich, sicher eines der letzten Videos sein, die ich hier noch drehen werde. Ich mache noch ein paar Vorrat und dann sollte ich eigentlich die Zeit bis dann in den Februar überbrücken können. Die Farbe, wir haben einen schönen Goldton. Schauen wir, was die Nase kann bei diesem doch eher untypischen Grain Whisky. Ja, es ist, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, diese extrem süßliche, zum Teil auch Klebstoffähnliche Nase fehlt hier. Dieser Whisky schmeckt komischerweise sehr teigig. Er hat einen leichten, süßen Vanille- und Karamell-Touch. Klar ist, wer Grain Whisky nicht mag, wird auch hier eine leichte Grain Note sofort herausschmecken, aber im Vergleich zu, was haben wir, North British oder Cameron Bridge oder Invergordon, hat der eine ganz andere Nase. Richtig brotteigig, vanillig, karamellig, süß, Bratapfel. Auch etwas Nüsse.
ist eigentlich eine sehr untypische Nase für einen Grain Whisky. Von Klebstoff fehlt ja jede Spur. Frische Sägespäne und so ein, wie soll ich das sagen, so ein Twix-Riegel. Bisschen Schokolade auch. Und Cornflakes. Ja, so dumm wie es klingt, der ist fast schon malzig. Ja, eine sehr untypische Nase für einen Grain Whisky. Darum habe ich mir den damals auch gekauft. Der kostete damals eigentlich noch nichts. 2016 wurde der abgefüllt. Ja, was habe ich damals gezahlt? 100 und irgendwas. Also für einen 25-jährigen Grain nicht viel. Ja, ich habe das Gefühl, dass auch ein bisschen, ja, bisschen Rosinentöne hat. Obwohl hier ja anscheinend kein Sherry-Einfluss stattfand. Obwohl Hogshead kann natürlich alles bedeuten. Es muss ja nicht zwingend ein Ex-Bourbon Hogshead sein. Ja, probieren wir mal einen Schluck. Slange. Schöner weißer Pfeffer, anständiger Antritt für 46%. Holzwürze, Eichenwürze. Wir haben immerhin 25 Jahre im Fass. Bei Grain schaut man das immer so ein bisschen mit, ja, mit anderen Augen an. 25 Jahre Grain Whisky, da sage ich immer, meistens fängt es hier an. Grain Whisky habe ich gerne alt, weil die Jüngeren doch halt diese künstliche Süße, diese Klebstoffnase haben. Ich habe bisher wenig, sehr, sehr wenig Grains getrunken, die jung waren und mir auch geschmeckt haben. Die auch diese künstliche, süße Nase nicht wirklich hatten. Ja, die kann ich vermutlich an zwei Fingern abzählen. Einer davon ist sicher der Teeling Grain, dieser junge Grain Whisky, den sie da haben. Den finde ich gar nicht schlecht. Ich hatte nochmal einen jüngeren Grain, aber ich komme nicht mehr darauf, welcher das war. Auf jeden Fall waren das höchstens zwei, alle anderen mindestens 20, 25 Jahre müssen die auf dem Buckel haben, sonst passt es für mich meistens nicht. Im Mund auch dieses rotteigige Gefühl, dieses Vanille und Karamell, die Süße, auch wieder ein bisschen Sägespäne, frisches Holz und wie gesagt ein schöner Pfeffer, ein schöner Antritt. Auch der Apfel, dieser Bratapfel ist wieder da. Bratapfel mit etwas Vanillesoße, warmer Vanillesoße. Also, mir gefällt der richtig gut. Jetzt hat er auch so eine dunkle rote Frucht noch. Kann sie jetzt aber nicht wirklich bestimmen. Oder ist es eher eine Feige? Wie ich finde, wirklich eine sehr schöne Nase und wie gesagt untypisch. Beim Abgang merkt man wieder, dass man mit einem Grain arbeitet. Der ist relativ kurz bis mittellang. Was ein bisschen zurückbleibt, ist eine angestaubte Note. Ein bisschen Holz. Und das war's auch schon. Viel mehr bleibt nicht. Hier hast du wieder wirklich dieses Grain-typische, ja, kurzer Abgang. Da merkt man wieder, was man im Glas hat. Ansonsten Nase, Gaumen, sehr untypisch. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht auch etwas getrocknete Orange. Ja. Wer Grains liebt oder mal etwas anderes als diese Grain-typischen süßlichen Noten etc. will, der soll
nach dem Ausschau halten. Ich weiß nicht, ob es von dem noch irgendwo was zu kaufen gibt. 307 Flaschen sind halt wirklich nicht alle Welt. Ja, wirklich schön, cremig, geschmeidig, Holz, Pfeffer, Frucht, Vanillecreme, Bratapfel, bisschen Orange, getrocknete, diese Cerealien eigentlich, dieses Teigige, dieses Brotige, eigentlich eher untypisch für den Grain, kommt ja wirklich schön zur Geltung. Dann, ja, mittellang kann man dem schon geben, vom Abgang her, dann haucht er aus und ist dann halt Grain-typisch in Anführungs- und Schlusszeichen schnell vorbei. Ein bisschen Süße bleibt, ein bisschen Karamell, ein bisschen Vanille. Für mich persönlich ein wirklich cooles Teil. Wirklich viel Port Dundas habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Mich würde mal einen interessieren mit Fassstärke. Mal schauen, was es auf dem Markt noch gibt. Im Moment sind die noch gar nicht so teuer. Klar, es kommt dann immer ein bisschen auf den Abfüller drauf an. Mal sehen. Ja, Port Dundas, Close Distillery, Lowland aus Glasgow. Wirklich eine coole Geschichte. Wer sowas sieht, kann von mir aus sehr gerne zuschlagen, wer auf einen untypischen Grain Whisky steht. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Kommentar da. Kennt ihr Port Dundas? Schreibt eure Erfahrungen hin. Lasst ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Ich würde mich freuen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bis bald.